Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir mal mit Caustic. Die schon länger mit auf dem Kanal dabei sind, die wissen, ich mag Caustic nicht so. Und ich kann ihn jetzt auch nicht besonders krass gut spielen. Wir werden aber trotzdem versuchen, im Streamer Building zu landen und da ein bisschen was aufzubunkern. Und mal gucken, was denn so dabei rumkommt. Ja, das kann ja lustig werden, weil wie gesagt, ich kann Caustic einfach nicht ausstehen. Er ist mir einfach viel zu defensiv, es ist überhaupt nicht mein Spielstil. Und er ist mir einfach von der Hitbox viel zu groß. Und sein Movement ist halt sehr begrenzt, weil, naja, er einfach so eine langsame Animation hat. Aber okay, schauen wir mal, was wir mit ihm reißen können. Ich bin gespannt, legen wir los. Let's go. Okay, mal wieder als Mr. Toxic Boy unterwegs. Ihr wisst ja, ich mag Caustic jetzt nicht so besonders krass. Kommen die da hin? Ne, die gehen hier hin. Okay, komm schon. Es ist auch so ungewohnt, weil Caustic so groß ist. Caustic ist so riesig, das ist unglaublich. Man unterschätzt es total, wie hoch er eigentlich ist. Das klingt richtig dumm, aber es ist halt wirklich so. Er ist so eine hohe Legende. Das ist unfassbar, wirklich. Er hat einfach Perp Shield. Ist klar, Bruder. Alles klar, Bro. Okay. Das Perp Shield zu bekommen ist schon mal sehr, sehr wichtig gewesen. Das hilft mir schon mal enorm. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Streamer-Building aufbunker. So, ich habe ein bisschen Zeit. Nicht besonders viel. Aber ein bisschen. Oh, hi. Alles klar. Okay, vorsichtig. So, ich kann halt hier natürlich ein bisschen keepen, ne? Das ist mein großer Vorteil. Ich kann hier ein bisschen keepen. Ich traue mich aber nicht runter. Doch, ich muss runter. Das ist der Mate von dem Platon, ne? Nein, ist es nicht. Okay. Hey, okay, also das Caustic im Streamer-Building hast du halt natürlich enorme Vorteile, das ist ganz klar. Das ist ein Gibi. Das ist ein Gibi. Ein Gibi mit Perp Shield. Bruder, willst du mich pranken? Wo haben die denn alle Perp Shield her? So, du hast einfach schon mal ein bisschen... Hi. Nimm doch. Oh, sheesh, Bruder. Sheesh. Ach, du Heiliger. Okay, ich camp hier mal ganz kurz, bitte. Danke. Alter. Ich sehe doch schon wieder die Wraith hier mit dem Master Badge, ne? Man kennt's. Ich will mein Purple Shield wieder zurückkommen, please. Das ist halt schon geil. Nein, da rest jemand. Da rest jemand. Wo haben die denn alle das Purple Shield her? Das kannst du dir nicht ausdenken. Nein, doch. Das geht nicht. Die haben doch alle gehackt. Jetzt mal Retalk. Das ist unlegit. Oh, jetzt Skynet, Baby, komm. Wenn die trifft, 10 Euro. Schade. Okay. Ich gehe wieder zurück in die sichere Hütte. Ja. Alles gut. Komm doch hoch. Brauchst du dich? Ach komm, Baby.
Jetzt habt ihr ihn nicht so. Keine falsche Scheu. Hier ist nichts. Hier ist ein Caustic, der ist ein bisschen, ne? Machen die schon gut. Okay, smart. Wow, 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 noch ein Team. Oh mein Gott, was zur Hölle? Was geht hier ab? Geil, ich habe Damage bekommen. Ich weiß nicht, wodurch. Ach, durch mein Gas, ja klar. Digga. Was lernen wir daraus, Leute? Was lernen wir daraus? Erstens, spielt kein Caustic. Er ist riesig und gefühlt so breit. Und zweitens, spielt kein Apex um 3 Uhr nachts. Weil die Leute sind so am Schwitzen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das geht nicht. Gut. Alright, oh, oh, oh! Master? Nein, okay, Diamond. Alter, ich dachte gerade kurz. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, nicht dein Ernst. Okay. Aber wie schon gesagt, Regel Nummer 1, spielt nicht um 3 Uhr nachts. Leute, tut's einfach nicht. Ihr habt keine Chance. Ihr habt wirklich keine Chance. Es ist absolut unfassbar, wie verschwitzt die Lobbys um diese Tageszeit sind. Da guckst du an. Eine ganz normale Lifeline, nicht mal mit dem Skin. Dreht komplett am Rad. Die dreht komplett am Rad. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Ja, Bruder. Komm, lass es bleiben. Lass es bleiben, hör auf. Hör auf, ich will es nicht. So. Und jetzt nehme ich das Haus. Das ist mein Haus jetzt. Das ist jetzt mein Haus. Ja, komm. Kommt doch hoch. Wenn ihr euch traut. Kommt hoch. Seid nicht solche Weicheier. Ich will jetzt hier Party. Mit euch. Wie sie unten gammeln. Wie sie unten gammeln. Diese Lausbuben. Sehr geil. Sehr wichtig. Extrem wichtig sogar. Oh, hi. Hallo, Loba. Tschüss, Loba. Okay. Nice. Nicht schlimm. Ich habe keinen. White Heal. White Heal wird's Problem. White Heal wird ein großes Problem. Okay, die fighten. Ich muss gerade gucken. Was höre ich? Was höre ich? Was höre ich? Was höre ich? Oben auf jeden Fall Party. Ich versuche mal kurz was YOLO-mäßiges. Das war dumm. Okay. Okay, vorsichtig jetzt. Digga, sie spielen alle Wingmen. Treffen jeden Schuss. Ich sage ja, du kannst um diese Tageszeit einfach nicht mehr spielen. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur absolut dumm. Es ist so verschwitzt. Gut, ja. Leute haben einfach genauso wenig Leben wie ich gerade. Aber ich habe irgendwie gerade Bock zu zocken, weil schlafen kann ich gerade aktuell irgendwie nicht. Mann, du bist so low, Kollege, ne? Ganz kurz. Ja, ja. Okay, stark, 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 stark. Loba ist mir erstmal völlig egal. Wobei, wenn sie so parat steht, dann vielleicht nicht.
Okay, ich kann hier halt halten, ne? Okay. Ja, du kannst das Haus halt gut halten. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Du kannst das Haus extrem gut halten sogar. Kein Ammo mehr. Okay. Brave, Fuse. Ich bunkere mich wieder ein. Ich kenne da jetzt gerade nichts. Da ist mir gerade alles völlig egal. Ich werde euch so dreist verpartien. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Okay. Hallo, Fuse. Traust dich halt. Mhm. Der ist am Boden, der kann mir nichts machen. Digga, what the hell? Von wo denn? Von wo schießt die? Ey, warum müssen eigentlich alle schon wieder Wingman spielen? Das kotzt mich so an. Wingman ist gleich Schwitzer. Da kenne ich nichts. Ey, wenn ihr kommt, dann habt ihr ein Problem. Okay, ich hole mir den Fuse jetzt. Digga, hör auf. Zack, 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 zack. Ich habe halt keine Ammo mehr. Das ist ein Riesenproblem. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moment, bin ich safe? Ist der Fuse gerade weggejumpt? Oder aufs Dach rauf? Ich brauche dein Heal. Ich brauche dein Schild. Ich brauche dein Schild. Dankeschön. Und deine Ammo. Yes! Oh mein Gott, was zur Hölle? Geil, 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 geil. Sehr geil. So, Bro, du wirst hier nicht hochkommen. Vergiss es. Ich höre schon, dass du hochkletterst. Bin ich blöd. Hi! So. So. Kostik räumt jetzt hier auf. Mir reicht's. Alter. Okay, für solche Situationen ist Kostik schon sehr nice. Muss ich ihm lassen. Aber sein genereller Spielstil triggert mich halt trotzdem eher hart. Aber okay. Ich muss mit dem jetzt arbeiten, was hier vorherrscht. Allerdings schade ist halt jetzt ein bisschen, dass mein Streamer-Building jetzt nicht mehr in der Zone ist. Weil du kannst halt da die Squads so drin halten. Das ist unglaublich. Und außerdem habe ich viel zu wenig Ammo. Was ist denn mit der ganzen Ammo passiert? Wo ist die hin? Jetzt mal Real Talk. Ich muss mir halt sofort wieder ein Haus suchen, was ich abcampen kann und wo ich was machen kann. Das ist halt jetzt die nächste Prio. Weil mit der Ammo, Bruder, das sehe ich dumm aus der Wäsche. Okay, hören tue ich aber aktuell nichts. Und ich darf halt nie vergessen, ich habe keine Fluchtmöglichkeit. Nicht wie immer mit meinen anderen Legenden. Nein. Werde ich einmal getrappt, einmal blöd angeschossen, einmal blöd von Gegnern entdeckt, ich bin quasi RIP. Das muss ich immer im Hinterkopf behalten. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit. Die Wraith, klar, hat mal wieder ganz entspannte 8 Kills, klar, natürlich, ich meine, ne, ganz normal. Ja, um 3 Uhr nachts ist das wirklich ganz normal, mittlerweile 3:30. Alter Bruder, jetzt ist da ein Advantage. Aber die hat nicht auf mich geschossen, ne? Nee. Okay, pass auf. Wenn die hier gerade ballern, dann loote ich hier mal ganz entspannt. Ja, 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 Ammo, Ammo, Ammo. Wichtig, extrem wichtig. Ja, hier ist wieder nichts drin, klar. Warum auch? Warum sollte man den Kostik was gönnen? Er ist doch auch kein Gönner. Verstehe ich irgendwo, aber ist irgendwie nicht ganz fair. Oh, das wäre natürlich ein geiles Third Party für so einen Kostik-Ult, ne? Da sehe ich mich gerade schon irgendwie. Okay, wir machen jetzt mal den richtig typischen Casting. Wir schleichen uns an. Oh, die Vantage kommt. Die darf mich nicht sehen. Auf keinen Fall darf die mich sehen.
Also wenn sie mich jetzt sieht, hat sie Wallhacks. Real Talk. Das ändert sich jetzt aber. Aber die gehen da rein. Die gehen in die Falle. Die Vantage hat die Echo schon vorgeschickt. Wenn die fighten, ich renn rein und hau meine Ult da drauf. Da kenne ich nix. So kennt man mich normalerweise nicht. So krass defensiv. Ich muss jetzt einfach ein bisschen taktisch spielen. Vor allem, die müssen ja in die Zone rotieren. Die müssen da durch. Die werden entweder hier durchgehen oder hinten rum. Ich werde hinten rum gehen wahrscheinlich. Über Harvester dauert zu lang. Okay, Echo ist noch da. Die sind weiter vorgegangen. Ich kann also safe hinterher. Okay, ich glaube, die fighten jetzt gleich. Ammo. Gib doch. Caustic ist zu groß. Caustic ist Retalk zu groß. Ah, alles klar. Krypto. Du hast Bock, ne? Mhm, klar. Das war vielleicht jetzt ein bisschen wasted. Aber ich musste die loswerden gerade. Ich musste die gerade wirklich loswerden. Ich habe keinen Bock, dass die mir hinterher pushen. Okay, okay, okay. Das ist das Third Party, was ich brauche. Oh, Bro, komm her. So, du bist raus. Nice. Okay, die gehen weg. Okay. Ich weiß nicht, ob sie mich weiterhin auf dem Schirm haben. Eher nicht. Ich glaube, dass sie eher in die Zone gehen. Ich habe 2 Heat Shields. Ich soll es also überleben. Und noch 3 Medikits. Ja, ich müsste locker durchkommen. Solange die jetzt nicht auf mich warten. Okay, ich habe aber geilen Stuff. Ich habe richtig geilen Stuff. Oh mein Gott, ja, die konnten da nichts looten, weil ich die quasi direkt davon abgehalten habe. Und die jetzt natürlich direkt in die Zone rotieren. So, okay. Die sind safe nach unten. Alles andere macht keinen Sinn. Vielleicht sind sie auch nicht nach unten, aber egal. So, mal kurz heilen. Boah, wie chillt jetzt hier irgendwo, ne? Dann dreh ich durch. Okay. Ich höre nichts. Ich brauche noch einen Tick zum Red Shield. Einen Schuss. Einen einzigen Treffer. Den habe ich hier. Da habe ich Red. So wollte ich sehen. Jetzt wäre natürlich die Ult geil. Jetzt habe ich den Ult Charger vorhin weggeschmissen. Ich troll. Ich glaube, da ist einer genockt bei denen. Nice. Komm doch zurück. Trau dich doch. Trau das nicht, ne? Du weißt, dass es ein Caustic ist. Geil. Oh, Freund, du hast definitiv mehr kassiert als ich. Ah, schade. Gönn dir. Was haben wir hier? Red Shield, sehr schön. Shield Swap. Nochmal eine 301. Oh, ich hab den ganzen geilen Loot jetzt hier, ne? Das ist nice. Ich mach mal noch eine. Vorsicht, halber nochmal eine Dings hin. Für alle Fälle. Noch ein bisschen Light-Ammo mitnehmen. Schildbats natürlich. Ich nehme dem alles weg. Ist mir völlig egal. Ich nehme dem alles weg. Alles, was ihm lieb und teuer ist. Ich kenne da nichts. Ja, er hat mich. Er hat mich. Es ist so unfassbar. Es sind so. Ja, war doch der Killi. Ich hätte dich fast bekommen, du. Du kannst. Digga, Caustic ist so ein Müll im Open Field. Er ist so ein Müll. Er ist so Müll. Digga, komm, lass mich aus dem Match raus. Wirklich, really. Ohne Witz. Ich hasse diesen Typen. Ja, Gott sei Dank, Alter. Du gehst jetzt drauf, bitte. Geh jetzt drauf, Alter. Weh, ich, nee, das will ich jetzt sehen. Du gehst jetzt drauf, dass es klar ist. Ja, perfekt, komm. Runtergefallen, das war's. Du bist jetzt weg. Geht doch, Baby. Ja, Mann. So verdient, tut mir leid. Normalerweise bin ich so nicht. Aber das war sowas von absolut unverdient, wie er mich bekommen hat gerade. Reg mich auf.
Regt mich auf, muss ich echt sagen. Aber ich mag Kostik auch einfach nicht. Kostik ist einfach... Der ist zu groß, der ist zu breit. Und ich kann ihn einfach nicht spielen. Ich hätte gerade eben die Falle triggern müssen, by the way. Als ich sie geplaced habe, kurz draufschießen. Zack, da wäre das Gas da gewesen. Er wäre direkt ins Gas reingesprungen, wäre verlangsamt gewesen. Ich hätte ihn abschießen können. Ich weiß, kann ich nicht. Ich bin kein Kostik-Man und ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Tut mir leid. Aber er kann in manchen Situationen, vor allem wenn du ihn gut spielen kannst, echt ganz nice sein. Aber ich und er, wir werden einfach nie Freunde. Okay. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Das hat keiner gehört, okay? Sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.